Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir questen ein bisschen in Jadewald rein oder wir schauen gleich mal Brauerei Sturmbräu und Jade-Tempel-Gedöns an. Ich würde sagen, wir questen noch ein bisschen rein und machen um 18 Uhr Feierabend. Okay, das hört sich nach einem vernünftigen Vorschlag an. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt so viele Lilies gesehen. Jetzt können wir ein bisschen questen im Ja, Queste. Jadewald. Queste, queste, Häusle baue. Lassen wir das Video laufen? Ja, von mir aus. Ja, machen wir mal wieder. Wir haben das Wrack gründlich durchsucht, Eure Majestät. Keine Spur von Admiral Taylor oder seinem Schiff. 200 Schiffe zu meiner Verfügung und ausgerechnet das mit meinem Sohn an Bord verschwindet! Was ist mit Ihrer letzten Übertragung? Zeigt mir, was immer ihr habt. Kuss abgekommen! Luftangriff der Horde! Viele Verluste! Schiffbruch! Unentdeckte Insel! Aber der weiße Bauer ist sicher! Wiederhole! Weißer Bauer ist in Sicherheit! Anduin! Überraschungsangriff! Bitte um sofortige! Wenn irgendjemand diese Nachricht empfängt! Sir, die siebte Flotte ist bereits entsandt worden. Aber es könnte Wochen dauern, bis... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir schicken eine kleine Elitetruppe, um dieses neue Land zu sichern. Und bringen meinen Sohn zurück. So. Hast du gehört, wir sind eine Elitetruppe? Sind voll Elite und so. Wir haben's voll drauf. Ja. Das sind voll die MVPs. So, da kommt, glaube ich, jetzt gleich direkt das nächste Video, wenn ich mich nicht täusche. Am Anfang von Pandaria haben sie damit nicht wirklich gegeizt. So, für die ersten zwei Quests gleich einen Haufen Videos rein und dann für eine halbe Ewigkeit gar keine mehr. Ja gut, im Trainer, finde ich, haben sie aber auch gut Videos eingebaut. Ja, und ich habe eigentlich vor, zu ziemlich jedem davon zu kommen, wenn wir da durchquesten. Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Also ich kenne die Ali-Quests auswendig und ich weiß, wo man hin muss, um alle Videos zu triggern. Die Lade. So. Dann, ich bin bereits im Ofenbruch. Dann geht's jetzt nach Pandaria. Die letzte bekannte Position des Flaggschiffes war dort unten. Könnt ihr etwas sehen? Nebel. Nichts als dichter Nebel. Wartet! Land! Steuerbord! Ich sehe Schiffe! So. Ist der für Hubschrauber, ist der für Gyrokopter fliegen, Mann? Hey, Gyrokopter. Die hören mich nicht mal kommen! Nähere mich der Schallmauer!
Ja, Warcraft-Kinder. Admiralin, wir haben Anzeichen Einheimischer entdeckt. Kunstvolle Gebäude. Das Spiel hat geprägt. Augen aufs Ziel. Na dann. Ihr habt die Admiralin gehört. Konzentriert das Feuer auf die Horde-Basis. Beginnt mit dem Angriff. Maschinengewehr, yay. Und schon haben wir wieder die schöne Pandaria-Musik. Gut gemacht. Keine Gnade. To the rescue. Miau. Torpedos auf die Schiffe. Treffer bestätigt. Guter Schuss. Haltet ihn heim. Auf sie mit allem, was ihr habt. Das war für Terramor. Rams, Geistheiler. Dass wir zwei nicht abstürzen. So schön, wie wir da ineinander fliegen. Negativ. Kein Zeichen von Admiral Taylor oder seinem Flaggschiff. Genug. An alle Vögel, meldet euch zurück. Bereit machen für den Bodenangriff. Yay, Bodenangriff. Also ich würde sagen, mit den Quests kommen wir noch ziemlich genau bis nach Pelzin und dann war's das. Was war jetzt das? Nix. Ich gebe ab und zu komische Geräusche von mir, das ist irgendwie keine Ahnung. Okay, da ist die Seite. Nee, 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 Angry Face! Fallschirm! Sieht auch wieder spooky aus. Wir sind zwei und doch sind wir eins. Ich bin Batman. Sally. Muss was repariert werden? Was braucht ihr? So. Okay, was müssen wir jetzt alles machen? Grunzer, Kupplungsschmierer und Kriegswagen. LOL, one hit. So, einen Wagen brauchen wir noch. Okay, fertig. Wundertoll. Konzentriert euch auf die Mission. Macht es gut. Zurück auf euren Posten.
Zerstört die Barrikaden! Schweiß und eurem Blut. Dieses Land wird uns gehören. Die Hexe wieder. Es muss noch eine Basis geben. Moment, was haben wir da? Gibt beides Crit und Meisterschaft. War wahrscheinlich über irgendwo früher mal Parry drauf oder so. Kein Zeichen des Flaggschiffs und auch keine Spur von Admiral Taylor oder Prinz Anduin. Horde-Truppen schwimmen auf euch zu. Eröffnet sofort das Feuer. Admiralin, ich glaube, die wollen sich ergeben. Sie sind nicht bewaffnet, sie wollen nur nicht ertrinken. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass sie zögern werden, euch mit ihren bloßen Händen zu erwürgen. Erschießt sie. Das darf nicht sein. Das ist ein Massaker. Oh, wir dürfen Schaas töten. Butz! Butz! Vielleicht Butz! Es Butz! Was für ein Wahnsinn ist das? Ich lasse das Video gerade noch laufen. Ups. Taransu. Nicht schießen! Es ist einer der Einheimischen! Wir sind die Allianz und wollen euch nichts Böses. Was war das für ein Schatten, den ihr aus mir gezogen habt? Jetzt ist nicht die Zeit für Erklärungen. Kurz gesagt, eure eigenen Zweifel haben sich als Folge eurer Taten... Oh, ich verstehe schon richtig. Ich habe auch. Aber Pandaria ist anders als eure Heimat. Pandaria lebt. So, mit der Quest bin ich fertig. Ja, ich brauche noch ein paar kleine. Jetzt leg die Waffen beiseite. Ich helf dir. Ich brauch. So, jetzt habe ich alles. Wundertoll. Und dann geht's jetzt nach Pelzin. Und dann ist es ziemlich genau 18 Uhr und dann können wir ja für heute aufhören. Jo, haben wir ja noch gut hingekriegt, oder? Ja, noch genau im ersten Erholungsgebiet von Pandaria rauszukommen. Ja, lang, lang ist's her. Hallo Taransu. Wenn es Krieg ist, den ihr an unsere Küsten herantragt. Dann wird das Land selbst auf eure Leidenschaft. Nehmen wir mal die ganzen Quests hier noch an und dann Flugpunkt holen. Niemand weiß das. Seid gegrüßt. Keine Angst. Sind wir da noch ein Gasthaus irgendwo? Ja, da unten, da wo der Briefkasten ist. Jetzt ein bisschen Zeug. Ich mache heute einen auf Barkeeper. Barkeeper Chrissy. Ja, das kannst du ja echt gut. Eine sichere Reise. Ja. Ist ja auch bloß ein Duane sei 18. Hey. Bis sie die Bar gestürmt haben. Als ich hinter der Bar war alles in Ordnung. Sobald ich den Raum verlassen habe, ging auf einmal das Chaos los. Ja, deswegen sage ich ja, du warst ein guter Barkeeper. Also dann. Wir sind dann für diese Aufnahme fertig. Wir sagen Kenji dann einfach, dass er bis hierher mal nachleveln und hinterher questen soll. Bis zum nächsten Mal, das würde er dann schon irgendwie mal zwischendrin reinkriegen. Ja, hoffentlich. Jo, und ansonsten, ja, machen wir das nächste Mal dann ziemlich genau hier weiter und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Merkt euch, Tomaten schmecken ohne Nudeln nicht. Ja, fuck, falsche Nummer.